Hey, nicht abfahren! Los! Knappe Kiste. Die Musik ist toll. Okay. Mit dir will ich noch nicht quatschen. Ein Glück, dass du hier bist. Meine Maschinen sind kaputt und die Zahnräder für die Reparatur sind überall auf den Gleisen verstreut. Kannst du auf das Rollbrett springen und sie einsammeln? Für sammle 50 Zahnräder mit dem Rollbrett. Ja, jetzt mache ich das gerne. Okay. Was ist denn hier los? Da haben sie aber was geändert. Weil normalerweise ist die Normalspur eigentlich die innere gewesen, also die äußere gewesen. Man musste wechseln. Hier haben sie es auch geändert, da stehen die Kisten weiter auseinander. Und man ist länger in der Luft. Habe ich das Gefühl jedenfalls. Kann man drüber springen? Ich muss einmal sterben. Tut mir leid. Warum sterbe ich nicht? Hast du Probleme mit dem Rollbrett? Wechsle die Spur und feuer die Kanone mit Angriff ab. Hast du Probleme mit dem Rollbrett? Tut mir leid. Ich musste das machen, weil ich musste unbedingt wissen, wie der das sagt. So, jetzt können wir beruhigt dieses Level hier fertig machen. Wir sterben nicht dumm. Ja. Aber ich kann jetzt schon vornherein sagen, das ist einfach wieder viel einfacher als im Original. Leider. Da ist Spyro 1 mit dem Schwierigkeitsgrad eigentlich ziemlich ähnlich gewesen wie im Original. Und jetzt ist einfach alles bisher um einiges einfacher. Durchs Leere fahren. Und da fehlt. Ich bin mir nicht sicher, ob hier nicht auch noch so ein Ding war, was man umschießen musste. Hab ich da jetzt. Hast du Probleme mit dem Rollbrett? Rollbrett? Ich glaube, ich habe da einen übersprungen, oder? Ich weiß das gar nicht. Hätte ich mich eben gar nicht so sterben lassen müssen. Naja. Oh, jetzt weiß ich. Oh, Scheiße. Habe ich da jetzt welche vergessen? Ne, sieht nicht so aus, ne? Oh, ich weiß es nicht. Scheiße, nicht, dass ich der. Da komm mal, glaube ich. Ups. Hast du Problem? Hat sich schon erledigt. Ich glaube, da sind keine. Ich fahre trotzdem noch mal rum. Und gab es im Original nicht Gleise, wo das lang gefahren ist? Gibt es da jetzt hier nicht? Nee, das waren keine Gleise. Das sah aus wie was mit Gleisen, aber da waren nur diese Holzplanken. Der Rest hat gefehlt. So war das. So, dann fahren wir jetzt nochmal durchs Leere und hoffen, dass wir jetzt gleich nicht den einen
das eine Zahnrad da überspringen. Wo ich dachte, dass ich das übersprungen hätte. Doch, ich hab's mitbekommen. Das ist gut. Dann haben wir die beiden Runden fertig. Das müssen jetzt die letzten sein. Jupp. Gute Arbeit, Spyro. Jetzt kann ich meine Maschinen reparieren. Hier, für das Ding ist kein Platz mehr in meinem Werkzeugkasten. Dankeschön. Wir haben wieder eine Trophäe bekommen. Yay. So, das müssen die letzten Edelsteine sein. Ja. Super, jetzt können wir nach Hause. Nach Hause. Was haben die denn für Arme? Voll gruselig. So, wir sind wieder bei 1500 Edelsteinen. Wir fliegen zurück zur herbstlichen Heimat. Und ich würde sagen, wir machen die Skelos-Einöde als nächstes. Danach die Kristallgletscher und dann C4. Und dann den komischen Ring da. Ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt hier viel mehr Level als im Sommerwald. Kann natürlich sein, dass ich mich irre. Also wir können ja, wenn wir durch sind, können wir ja mal gucken, ob es da einen Unterschied gibt. Fliegende Katzen. Aha. Ach genau, Moment, hier mussten wir. Hier gab's doch was. Flederkatzenquartett und alle Kakteen. Komm, ey. Boah! Scheiß Katze. Waren das nicht Frauen im Original? Der hat Kamera in der Hand. Na gut. Gronkh. Hey Drache, du sollst ja ziemlich stark sein. Ich habe mit meinem Cousin Gluck gewettet, dass du es nicht durch die Einöde schaffst, ohne angesenkt zu werden. Und die hatten damals, glaube ich, diesen Knochen nicht in den Haaren, sondern im Kopf drinne. Aber da kann ich mich jetzt auch irren. Der hat gerade Herzchen gehabt und dann habe ich mich rumgedreht und dann nicht mehr. Naja. So, dann. Mr. Katze. Hat nicht funktioniert. Und den kriegen wir kaputt.
Ich weiß jetzt nicht, ob das so war, weil ich den in die Lava gekickt habe. Weil normalerweise ist der Kopf dann nochmal explodiert. Also. Ich habe quasi nochmal so eine Todesexplosion gehabt. Schon wieder in die Lava rein. Na. Steht ja schon da oben. Das irritiert mich so sehr. Naja. Ich meine, die hätten da erst gestanden, wenn man die Aufgabe angenommen hat. Nee, der explodiert. Doch, tut er wohl. Aber es macht keinen Schaden. Ich weiß aber auch nicht, ob es im Originalen Schaden macht. Och. Was ist denn los? Süß. Ganz vertrocknet. Aber hier auch wieder schön diese Edelsteine, die hier so rumwachsen. Fallen mir. Habe ich hier irgendwas vergessen? Nee. Hier gehen wir dann. Ja. Zwei. Gut. Okay. Huch. Okay, er macht doch Schaden. Habe ich mich ein bisschen erschrocken. Wundert mich, dass das schon hier ist. Also, dass die schon da sind. Ja, ab da rein. Aber schön, dann können wir das schon auf dem Weg dahin quasi sammeln. Das waren nicht alle, aber viele. 16, wie viele haben wir? 13. Zählt er? 13. Schade. Zählt nicht dazu. So. Nicht getroffen. Ach, man konnte es ja mal probieren. Da gerade so, als ob der mit seinem Hintern gewackelt hätte. Ich hole mir hier erstmal eine Eidechse. Sparks. Mein Gott. Der bleibt natürlich da oben liegen, ist auch okay. Ah, wir haben alle geholt. Bisher, wir haben jetzt 16 Gegner getötet. Jetzt können wir über die Lava laufen. Aber was hast du uns denn zu erzählen? Ich bin so traurig. Die blöden Lavakröten haben die Knochen meines Freundes gestohlen. Hilf mir, ihn zusammenzusetzen, dann ist er wieder lustiger. Hol die Knochen von den Lavakröten. Er ist lustiger. Das heißt, er ist jetzt auch schon lustig. Sehr lustig. Da oben ist ein Dings. Sieht so aus, als ob der kleine Handschuhe an hätte. Ja, okay, dann tun wir die auch schon mal, Fragezeichen. Dings. Da müssen wir sowieso gleich rein. Was man macht, das kriegt man auch wieder zurück.
picken. Gottes Willen. So gut, wenn wir gerade schon hier unten sind, können wir auch gerade hier den einen noch holen. Oh, nice. Spyro sieht cool aus. Mit dem schwarzen Gesicht. Mega geil. Gefällt mir, dass sie den nicht einfach nur so eingefärbt haben, sondern dass es da noch so ein bisschen was Specialiges irgendwie dran gibt. Achso, wir wollten ja da hoch. Oder können wir den da gerade mal erledigen da? Hier war ja auch noch was, aber das ist anscheinend zum Leben. Gibt es wieder voll. Ja, es gibt wieder volle Energie, das ist schön. Im Original musste man sich da auf so ein Ding hier draufstellen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch geht. Ja, es geht noch. Oh, super. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Hier sind so, das ist eins. Wie heißen die Dinger denn? Diese zu Steinwerdung von Tieren. Mir fällt der Name nicht ein. Also was heißt zu Steinwerdung? Die werden halt eingeschlossen in irgendeiner Matschepampe von damals und dann gammeln die da vor sich hin. Ah, das ist vorne am Eingang. Das ist schön, weil da müssen wir nämlich auch noch hin. Da gibt es nämlich noch eine Aufgabe für uns. Ist das der letzte? Ja, schade. Danke, Spyro. Jetzt kann ich meinen Freund wieder zusammensetzen. Nimm dies als Zeichen meines Danks. Eine Fee hat es mir vor einer Weile gegeben. So, mal gucken, wie die Animation aussieht. Und die Musik. Kein Moonwalk. Schade. Och man, warum machen die denn sowas? Warum lassen die den nicht im Salto im Kreis hüpfen? So, dann fehlt uns jetzt noch dieser hintere Teil da. Wo diese vielen Flugdinger sind. Die nehmen wir natürlich mit. Wie angepisst die gucken, ey. Mal so nicht dran. Da kamen wir so dran. Kommen wir so nicht dran. Ah, das ist Rakete. So, hier in der Mitte haben wir dann noch das Spuckding. Und du bist auch noch dran. In den Fuß getroffen. So. Sparks ist wieder beim Futtern. Okay. Dann
Haben wir hier die paar Edelsteine. Und einmal müssen wir, glaube ich, noch. Ich glaube, da ist es zu Ende. Und dann können wir da oben hin. Und dann wäre das Level auch schon fertig. Das hier finden wir. Alle Edelsteine, sehr schön. Dann fehlen nur noch hier die zwei Kugeln von dem netten Herrn. Spyro, unser Dorf wird von Lava-Echsen überrannt. Kannst du sie verjagen, bevor sie meine kleinen Freunde fressen? Ich lass die Brücke runter, damit du dorthin kommst. Gucken, ob die Brücke auch so grob motorisch wie im Original runterkommt. Und die Frage ist halt, ist es auch wieder extrem leichter als im Original? Weil im Original war das schon... Ja. Überquere die Brücke, rette die Dorfbewohner. Na, es ist mal ein bisschen netter. War knapp. Okay. Gut gemacht, Grashüpfer. Nimm dieses glänzende Ding als Hilfe für deine Reise. Ich mag auch sehr gerne diese Schädel, die so am Funkeln sind von denen. Oh oh, da kommen noch mehr Echseneier von oben. Bist du bereit für eine neue Herausforderung? Ja, rette die Dorfbewohner nochmal. Mal sehen. Das ist einfacher. Vielen Dank für die erneute Hilfe, Spyro. Das verdient noch ein glänzendes Ding. Ich wollte es als Nachtlicht benutzen. Oder ich hatte einfach nur Glück, aber ich glaube, es war wieder einfacher. Gut, dann hätten wir dieses Level zu 100% abgeschlossen. Wir haben beide Könnerpunkte erhalten, oder? Ja. Das heißt, wir haben die erste Seite schon fertig. Das heißt, wir können, glaube ich... Ja. Glückwunsch, Teil 1 der Kunstgalerie wurde freigeschaltet. Sammle die restlichen Fähigkeitspunkte, um Teil 2 zu öffnen. Gut, dann gucken wir uns das mal an. Da haben wir Riptos Rage, das Cover vom Spiel. Dann mal den Jäger. Und den Geldsack und den Professor und so ein Vieh aus Glimmer, glaube ich. Oder? Ja, so das, was man mit den Steinen abschießen musste. Scharlach, rote Echse. Aha. Oh, da sind wir noch gar nicht. Das kommt erst in der Wintertundra. Da haben wir die schnaufenden Schnabeltiere, Känguru-Dieb, Schneckenelefant und Schneckennashorn. Der Kolossus-Yeti, die Ziege und das Yak aus Kolossus, genau. Das ist es aus C4. Da haben wir die Windbauer-Falke, den Windbauer-Falke, die Küken und den Papagei. Der Finn-Zuschauer, Fisch-Zuschauer und die Königin Finny mit ihren komischen Augen. das ist aus Bruchhügel. Da haben wir den Erdformer, den Bienenbaum und den Kampfstrauch. Ah, der kleine Erdformer sieht auch süß aus. Mit dem kleinen Blümchen da. Christa, Satyr und Bippo, der Faun. Wo war denn Bippo her? Da war auch einer, den ich nicht mochte. Ah ne, der war auch aus dem Level, genau. Der hat so komisch gesprochen. Landratten Bo Peep,
Ach du Scheiße. Mein Name ist kein Bo Peep. Warum hat er Haare? Feuerraupe. Ach so, das war die, genau. Eimer. Heißt einfach nur Eimer. Interessant. Corporal Gluck. Corporal Gluck. Sergeant Tub und Colonel Blub. Wo kommen die denn vor? Aber sie sehen auf jeden Fall interessant aus. Und da haben wir noch Julia und Romeo. Mal sehen, ob die auch männliche Namen, Sprachen haben. Gut, dann wäre das schon mal die erste Seite. Wir gehen nach Hause. Natürlich wieder über den normalen Weg. Gucken uns dann die Sequenz an und dann gehen wir. Verbrennen wir uns erstmal und dann gehen wir. Verbrennen wir uns erstmal. Und dann gehen wir zum Eis-Dingsbums. Och, wir waren hier noch gar nicht. Spitze, du hast es durch die Einöde geschafft. Ich wusste es. Es war dumm von Gronkh, gegen einen Drachen zu wetten. Nimm diesen Talisman als Dankeschön. Dankeschön. Ein Knochen. Ah, schön. Gut. Ich finde das so süß, wenn die so kleine Schritte machen und dann so voll hektisch so. Gut, dann geht's jetzt, was habe ich gesagt, ab zum Eis, nee, Kristall-Dingsbums da mit dem Kater-Vieh-Wolf-Teil. Und den lustigen Spinnchen. Stimmt, da war ja was, diese grün leuchtenden Spinnchen. Kristallgletscher. Da haben wir es doch. Das fand ich damals eigentlich so ein 0815 Level, also war jetzt nicht, was ich so besonders geil drin fand. Hier gab es, glaube ich, kleine Schneebälle, die wir abfackeln konnten. Die Gegner sahen natürlich sehr cool aus. Erstmal ihm hier. Spyro, die Eiszauberer halten unseren Anführer, den Schamanen Tuk, gefangen. Kannst du ihn retten? Es ist dringend. Er hat unsere Karten für das heutige Hockeyspiel im Kolosstal. Das ist leider schon vorbei. Tut mir leid. Boah. Aufs Katapult, dann helfen wir dir über die Schlucht. Okay. Der hat voll den Bauchplatscher gemacht da drauf. Aua. Na, 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 na. Bräuchte mal ein bisschen Energie so, oder wäre ganz geil. Aber die Welt sieht hier sehr cool aus. Das gefällt mir. Also nicht mehr so plattformisch. Sagt man das so? Kann man das so sagen?